Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge ist wieder alles drunter und drüber gegangen, dank Mythos. Und ja, wir sind jetzt zurück nach zum Turm des Heils gegangen. Wir haben in der letzten Folge Dirk diesen Ring hier schmieden lassen, Mythos vergehen und Traurigkeit. Natürlich. Mythos war... Hatten wir es nicht schon mal? Hat er nicht genau das gleiche schon zu Genis gesagt? So exakt das gleiche? やられたらやり返すっていうのなら、ミトスはもうやり返すべき相手にそうの復讐は遂げてるんだ。ミトスを裏切った人間たちは4000年も前に死んじまってる。でも人は変わらなかった。そうさ。ハーフエルフも変わらなかった。なぜか。お互い歩み寄らなかったからだ。その努力を放棄したからだ。その罪はミトスにもある。 それはそうだ。いいか。ミトスのやってることはただの殺戮だ。それは許していいものじゃない。そいつを忘れちまったらダメなんじゃないのか。分かった。もうぐらつかないよ。俺はミトスを倒す。全てを終わらせるために。 tiefen Stimme spricht, dann macht er mir irgendwie wieder Angst, dann fällt es mir immer schwer, ihm zu vertrauen wieder. Und ja, wir haben Dirk diesen Ring schmieden lassen, immer noch. Kratos hat uns sein Schwert gegeben, Dirk hat uns ein Schwert gemacht, was nicht das ewige Schwert war, tut mir leid, habe ich wieder voll missverstanden. Und ja, jetzt fällt mir auch irgendwie so ein, kann ich vielleicht diesen Ring ausrüsten? Ewiger Ring, nein, da ist ein Schlüssel Gegenstand, verdammter Dreck. So, ich hoffe wirklich, ich bin hier richtig. Bitte sag mir, ich bin hier richtig. Schon immer hier so was. Hey. Weil wenn jetzt hier nicht richtig ist, was es auch nicht ist, oder doch. Na klar, Schwert war da drinne. Ich bin so ein Vollidiot, ne? Ich brauche jetzt nur diese Plattform. Es ist das ewige Schwert. Heute sind wir gut vorbereitet. Das könnte unser letzter Kampf sein. Was? Was? Warte mal. Nein, wir müssen zurück, um uns vorzubereiten. Was? Was mit Colette? Erstmal nicht sagen, dass der jetzt der letzte Kampf ist. Hallo? Was ist denn mit Colette? Wenn das jetzt der letzte Kampf ist, ist er richtig blöd gesetzt. Dann speist er meine ganze Theorie, die ich letzte Folge gesagt habe, über den Haufen. Ey, könnt ihr mir noch nicht antun jetzt. Mal, kann gar nicht das Finale sein. Nee, es kann unmöglich das Finale sein, weil wir Colette nicht dabei haben. Und nehmen wir mal an, ich möchte jetzt nicht den finalen Kampf machen und Nebenquest machen. In vielen wird man wahrscheinlich doch Colette auch irgendwie wieder im Team haben. So im Team haben müssen. Also dürfen wir gar nicht Colette jetzt nicht im Team haben. Ja, ja. Also, das kann nicht der letzte Kampf sein. Da muss irgendwie ein vorletzter Kampf sein oder so. Also, wenn man nach der Logik geht, wenn ich jetzt Nebenquests machen wollte zu diesem Zeitpunkt, dann wird ja nicht gehen, weil ich Colette nicht dabei habe. Und die brauchen wir ja wahrscheinlich für viele Nebenquests und so. Optional Dungeon und was weiß ich, was noch alles danach kommen könnte. Das geht ja dann nicht. Also, ja, wir sind bereit. Das ist nicht der finale Kampf. Das kann er nicht sein. Wenn doch, dann ist er richtig blöd gesetzt, ganz ehrlich. Außer man kommt komplett zurück.
wenn man das Spiel durchgespielt hätte. Heute hält den Titel Diener der Ewigkeit. Okay, wir haben einen Titel bekommen, das heißt, den müssen wir irgendwann ausrüsten. Du, der das neue Recht besitzt, was ist dein Anliegen? Führe uns nach Deliskalan. Zum Mythos und unserem treuen Freund. Verstanden. Achtung, es geht los. Ich muss irgendwie nochmal zurückkommen. Ich muss einfach. Und wenn nicht, dann machen wir halt den letzten Kampf. Kein Problem. Der ist Kalan. Zurück zur zerstörten Siegelkammer. Okay, hier können wir schon mal zurück. Das ist beruhigend. Wir müssen irgendwie noch Kalett zurückbekommen, also ehrlich. Diener der Ewigkeit. Ja. Ja, also sind ja nur gute Sachen. Das Schwert verspricht die Ewigkeit und sein Strahlen durchbricht Raum und Zeit. Na gut. Irgendwie müssen wir noch komplett zurückkommen. Müssen wir einfach. Kommen wir bestimmt so im Laufe der Zeit irgendwie noch zurück. Dann können wir ja wieder rausgehen. Und das hier sieht sehr gefährlich aus. Er hat auf jeden Fall schon das Final Boss oder Final Dungeon mäßiges auf sich. Was ist eine Truhe? Jetzt gehen wir Level 2. Gib mir mal Vernünftiges. Die kann ich jetzt nicht gebrauchen. Das ist eine Truhe. Okay, das ist eine neue Musik. Ich aber kaum höre, ganz ehrlich. Vielleicht ein bisschen lauter, mal. Ich höre gar nicht. Na egal. Das kann einfach nicht der finale Kampf sein. Kann er einfach noch nicht. Sobald ich Colette habe, verschwinde ich erstmal. Das war sowas von klar. Auch auf die Gefahr dahin, dass ich vielleicht für den letzten Kampf zu stark bin. Ich muss die Musik ein bisschen höher stellen. Ich will hier auch ein bisschen hören. Ich höre hier gar nicht. So. Ist noch eingestellt? Okay. So, Trühe. Fangen wir so, gehen wir Level 3. Auf damit. Okay, das ist schon sehr bedrohlich hier, finde ich. Nun geht's weiter. Ja, ich habe wieder Dutzende Verzweigungen. Dann werde ich mich sowas von gut zurechtfinden. Hey. Okay, wir haben Final Dungeon Musik, also muss ja Final Dungeon sein. Aber ich prophezei einfach mal, dass Folgendes passiert. Keine Ahnung, wir müssen gegen irgendeinen Boss kämpfen und danach schließe ich uns Colette wieder an. Im schlimmsten Fall müssen wir gegen Colette kämpfen. Das ist richtig blöd, ja. Irgendwie sowas wird doch passieren, ich weiß es. Aber naja, mal gucken. Mal. Nein, wie kannst du es wagen? Na, Kraftschub. Mal. Umdrehen. Nein! Sack! Sag doch mal. Moment, sind so viel auf, Mann. Ist ja nur das letzte Dungeon hier. Wird wahrscheinlich. Dadurch alles nur Spekulation, was ich hier mache.
Ich tausche mal irgendjemanden mit bisher aus. Vielleicht lernt sie, wenn sie als AI gesteuert wird, neue Sachen. Demon Spear, Demon Fang und Light Spear. Na. Na, was ist das denn? Meine Gott, die Musik hier. Könnten fast in der Hölle sein hier. Sehr gut. Mutig. Verdammt. Mutig. Verreck doch mal. Leck mich. Mein Gott, halt nicht viel aus. Hui. Fällt mir gerade ein, ich war ja bei dir. Ich hätte da ein paar Granulate vielleicht noch verarbeiten können. Idiot! Mann, hört auf damit! Ich jetzt kein Zauber aktiviert, ne? Vielleicht hat mich einer jetzt. Also, warte, irgendwas hab ich noch nicht. Victory Light Spear. Das man hat mal ein. Ja, ich gehe immer noch nach der Theorie. Angriff auf genug einsetzen, dann lernen wir schon was. Lasst mich! Guck mal, ja. So können wir das auch machen. Ma, ich treffe den nicht. Man, die Viecher halten irgendwie viel aus, kann das sein? Da bin ich mir halt nur ein. So. Meine Güte. Hier runter. Geh weg. Geh weg. Mein Gott, glaube ich jetzt hier für Probleme. Und hier komme ich wieder ganz zurück. Geil. Ups, das hat sich der Kunden ja gar nicht gelohnt, hier nur ein paar Erfahrungen zu geben. Ein paar Gegner erst. Einer. Wo ist das? Oh, zack, meine Gott, der Hintergrund, ey. Goldhelm. Ja. Warte mal, Rundhelm, der gibt doch, glaube ich, Dings, ne? Kann ich gar nicht, doch hier. Intelligenz, nein. Hier. Goldhelm, so. Was? War ein Gegner hinter. Komm mal her. So, Gungnir, glaube ich. Was? Sag mir nicht Super Lightning oder Sonic Lightning Blade oder ja, Super Lightning Blade. Was weiß ich? Sag mir nicht, ich hätte das einsetzen müssen. Da wollen Richter da. Mal wieder auf meine Liste gucken. Ich habe noch gar nicht alle da aufgeschrieben. Ey. Ich habe irgendwie 6, 7 oder so. Ist da aufgeschrieben. Ich muss mal aktualisieren. Sehr gut. Ah. Sieht alles schon wieder so richtig aus. Aber wollte ich gar nicht so viele Parts heute aufnehmen. Jetzt hier wieder links so einen Speicherpunkt finde, dann kriegen wir Probleme. Also ich hier nicht, aber ich. Also Probleme. Ich wollte einfach nicht so viel aufnehmen heute. So 3 Parts hätten mir schon gereicht. Eieiei. Mach den Weg nicht allzu lang. Das ist verdächtig.
Ja, okay. Mein Gott, da muss ich einen ganzen Weg gleich zurücklaufen. Joi. Jetzt. Bah. Aber ja. Ich habe ja halt echt viel aus, habe ich so gekriegt. Da bin ich mir halt alt. Mal eher. Ja, sehr gut. Keine TP. Wie kommt das denn schon wieder? Der Kampf sieht so echt beschissen, ey. Das ist ja beschissen, sieht nur beschissen aus, ey. Mein Gott, mach doch mal. Halt noch auf viel aus, ne? Ich guck, wie viel KP die haben. So, wo du damit hintrittst. Hey. Ich sehe schon wieder so richtig aus. Ich bin ja bestimmt richtig. Das ist so ein langer Weg. Der wird immer länger. Vielleicht noch die andere Seite erkunden. Kann ich doch nicht machen, wenn das wieder kilometerweite Abstände sind. Ich finde hier nur Erfahrungsgeben. Was ist das denn? Oh, ein Engel. Warte mal, komm her. Finsterschwert und Finsterbogen. Komm mal her. Bah. Dir nach Helm auf. Schon wieder kein Spiel. Bah. Kann das denn passieren? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Der Auserwählte von Tetaulas. Lele, so ein Gentleman, ne? Ich will euch noch die andere Seite erkunden. Ihr könnt den Weg doch nicht hier so lang machen, hallo? Ich hab doch einen Knall. Was sind diese Dinger überhaupt hier? Ey. Okay, ich glaube, die andere Seite werde ich nicht mehr erkunden können, weil das hier so lang ist. Vielleicht ist hier irgendwo so eine Sackgasse, dann raste ich aus. Wenn da schon wieder eine Erfahrungsgeme drin ist, ne? Leck mich! Ich habe mir schon gut genug im Spiel umgeguckt, ich habe schon genug Erfahrungsgeben. Gib mir was anderes. Was ist das? Mein Gott, warum seid ihr alle? Nicht schon wieder. この仕掛けに殺傷能力はありません。心配しないで。ロイド、お前が無事ならまだ間に合う。大いなる実りを。あ、マン。みんな、クソ、どういうことなんだ。みんなはどうなっちまったんだ。大丈夫だ。お前の仲間の命のきらめきが感じられる。彼らはこの都市のどこかにいる。待って、スタート。よし。みんなを探しに行く。Oh Mann, das war's wohl mit der Kunden. Gib mir einen Speicherpunkt, wenn's geht.
Ich bin irgendwo ein riesiger Zweikampf, ne? Colette, oh ne. Oh. Ich mache einen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.